Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Chaosbox von Vega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Chaos von Vega, das Ganze im Jahr 2015 erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box und dann hier in graubraun, ja, braun in meinen Augen, den Schriftzug Chaos Vega. Das Ganze hier von so rechteckigen Klammern eingefasst, also so Lautschrift. Dann haben wir hier auf der Seite das Logo von Wolfpack, Freunde von niemand. Auf der Rückseite haben wir nichts, also alles ist nur etwas staubschwarz. Und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Oberseite ebenfalls schwarz, genauso wie die Unterseite. Und das Ganze ist keine reguläre Box, die sich nicht aufklappen lässt. Nein, wir haben hier quasi wie einen Schuber zum Herausziehen. Und dann hier ein einzelnes Teil, in dem sich dann der ganze Boxinhalt befindet. Wir haben hier als erstes mal ein T-Shirt. Dann haben wir das Road to Chaos Buch, zwei Sticker, einmal, zweimal, ein Poster und dann haben wir hier zuletzt das Album und eine Kassette. Das Ganze eingefasst in so einem Pappeinleger, kann man natürlich auch rausnehmen. Ich werde meinen jetzt mal drinnen lassen, das Ganze wieder verstauen. Und wir kommen auch direkt zum Album, das Ganze noch eingeschweißt. Wir werden das mal aus der Folie befreien. So, und wenn wir schon dabei sind, machen wir auch gleich nochmal das Buch aus der Folie. Sehr schön. So, also wir kommen zum Album. Das Ganze ein Digipack. Wir haben hier diesen Jugendlichen oder diesen Herren auf der Straße sitzend, oben ohne, das T-Shirt im Gesicht, also mit dem T-Shirt vermummt. Adidas Hose, so Sandalen und eine Flasche in der Hand. Sieht nach einem selbstgebauten Molotow-Cocktail aus. Und hier oben lesen wir auch wieder Vega Chaos in dieser Bleistift, in dieser Kritzeloptik. Auf der Rückseite lesen wir, ja, sehr, sehr klein gedruckt. Also hier lesen wir Vega Chaos FVN 015. Und dann haben wir hier die Tracks, 12 Stück an der Zahl. Wir haben Features von Moses Pelham und, das kann man verdammt schwer lesen, und, wenn ich es richtig lese, und Pepper singt, Nea, Azad und nochmals Nea. Hier einmal mit Herz versehen, einmal ohne. Spannend. Und ja, 12 Tracks an der Zahl. Meine Favoriten des Albums sind einmal Track Nummer 5, Hip-Hop und Rap, und Track Nummer 12, Kosmos. Also diese beiden meine Favoriten. Auch hier wieder Credits und Barcode. So sieht das Ganze. Wow, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. So sieht das Ganze aus. Hat mich jetzt echt überrascht. Ich dachte, die CD macht gleich einen Abgang. Spannend. Wir haben hier Einleger. Und zwar einmal haben wir hier Earthlinks. www.earthlinks.de. Wie viel Wahrheit verträgst du? Okay. Das macht mich auf jeden Fall jetzt neugierig. Muss ich mal abchecken, die Seite. Kenne ich nicht. Und natürlich einen Flyer oder
Einleger von Fighting Society, dem Label, Modelabel. Und dann haben wir noch das Booklet. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Danksagung und Vega am Meditieren. Also die Danksagung. Sehr lange Danksagung. Und dann haben wir hier 12 Tracks aufgelistet, mit der Info natürlich, wer daran beteiligt war, textlich oder wer den Beat produziert hat. Vega Logo. Ja, und dann haben wir hier noch Frankfurt. Sehr schön. Gut, dann die CD, wie gesagt, so, ups, Booklet. Ah ja, hinter dem Booklet war dann noch dieser Vega-Schriftzug zu lesen. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also wir haben hier so eine ganz spezielle Papphalterung, Pappvorrichtung, an der die CD hält. So sieht das aus. Vega Chaos in Schwarz und Braun. Aber dieses Ding hier finde ich echt spannend. Also das ist hier in das Digipack hineingefalten. Und das... Also, ich könnte mich da den ganzen Tag damit beschäftigen. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Bin schwer begeistert. Also nicht schlecht. Hat auf jeden Fall was. Nochmal Vega Logo. Dann machen wir das Booklet und den Fighting Society Einleger wieder rein. Dann haben wir das Chaos Mixtape. Wir haben hier, sieht man leider nicht, Chaos Mixtape auf Kassette. Wir haben hier, meines Wissens sind es 11 Tracks, 2, 4, 6 und 5, ergibt 11. 11 Tracks, also 6 auf der A-Seite, 5 auf der B-Seite. Features von Credibil und, das ist die Frage, hier steht in Klammer Timeless, ob damit jetzt gemeint ist, dass Timeless dabei ist. Oder ob das Lied einfach Shogun in Klammer Timeless heißt. Ich habe in das Mixtape noch nicht reingehört, muss ich mal machen. Schauen wir mal. Und dann haben wir hier natürlich noch einen Mixtape-Download. Bedeutet, ihr könnt euch das Mixtape hier natürlich noch digital herunterladen. Wenn ihr dieses Video sehen werdet, habe ich diesen Code höchstwahrscheinlich schon eingelöst. Da muss ich euch leider in diesem Fall enttäuschen. So sieht das Ganze aus. Also Vega Chaos, B-Seite und A-Seite, klassische Kassette. Dann haben wir zwei Sticker, einmal im Querformat diesen Vega Chaos Sticker in Schwarz und Weiß und dann hier in quadratisch diesen Vega Logo Sticker. Das Road to Chaos Buch ist so ein schwarzer Kunstledereinband, hier so geprägt, sehr schön gemacht. Rückseite blank, schwarz, ebenso der Buchrücken. Hier hinten haben wir zwei CDs. Und zwar haben wir hier einmal die Instrumentals und dahinter die A Cappellas. Und das Buch, jetzt nochmal kurz reinblättern, beinhaltet natürlich sehr viele Infos rund um den Chaos-Entstehungsprozess. Deswegen heißt es ja auch Road to Chaos, also hier dürften Seiten sein, um sich Notizen zu machen. Dann haben wir noch die Tracks aufgelistet, Skizzen, Bilder, Texte, also einfach Einblicke, um nachzuvollziehen, wie das Album da entstanden ist. Das ist sehr schön, gefällt mir gut. Dann haben wir, bevor wir zum T-Shirt kommen, noch ein Poster. Sein. Oh, es geht. Und zwar haben wir hier Vega abgebildet im Querformat beim Konzert in der Butch Cup in Frankfurt. Also hier Vega mit Blick in die Menge, in die Crowd, der Finger erhoben, also die 1. Und die lesen wir noch Foto Stipe Braun. Also
der oder die dürfte dieses Foto gemacht haben. Das Poster ist einseitig bedruckt, Rückseite langweiß. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein T-Shirt. Dieses sieht so aus, ist schwarz und hat hier auf der Brust wieder diesen Schriftzug Vega Chaos, das Ganze in weiß. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem weißen Chaos-Schriftzug, darüber noch Vega in weiß. Ansonsten das T-Shirt wirklich komplett in schwarz gehalten. Relativ klassisch, diese Schwarz-Weiß-Kombination. Mir gefällt der Chaos-Schriftzug gut. Diese Bleistift-Optik, sag ich mal. Und darüber das Vega. Also kann man auf jeden Fall, auch wenn es minimalistisch gehalten ist, aber kann man auf jeden Fall gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Das Road to Chaos Buch. Die zwei Sticker. Das Bonus Mixtape auf Kassette inklusive MP3 Download Code. Und das Album im Digipack. Es gab auch noch ein goldenes Ticket, also eine der Boxen hat so ein goldenes Ticket beinhaltet. Da konnte man einen, ich glaube, Urlaub oder eine Reise mit Vega gewinnen. War in meiner, wie ihr gesehen habt, nicht drinnen. Aber ja, auf jeden Fall für mich schöner Boxinhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box Chaos von Vega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vega unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.